Moin Leute, Luke hier und willkommen zu einem weiteren Part FIFA 16 Online. So, wir sind wieder FIFA Ultimate Team und wir suchen gleich mal das erste Spiel. Und sehen uns beim Gegner wieder. So, da haben wir ihn, Mannschaftsname 2016, sehr einfallsreich. Ich habe nur die, wechsel mal, danke. So, mal schauen, was der für ein Team hat. Ich hoffe ja, 82er Wertung, ja, klar. 2 Pacer, 3 Pacer, weiß ich nicht. Ja, ich würde sagen, das habe ich verloren. Digga, was der für ein Team hat, das habe ich doch, hab ich doch niemals eine Chance mit meinem blöden Bundesliga-Team, was voll scheiße ist. Okay, Gendner hat ihn abgenommen. Dann schauen wir mal. Okay, schöner Pass zum Spieler öffnen. Digga, wer ist das? Von Fußballtradition. Wer ist da so schnell, Mann? Ja, komm, ey. Kann ich mir gut vorstellen, Wolf. Hoffen wir mal, dass diese Digga, Ogo, Mann. Bist du behindert oder was? Alter, echt, Mann. So, Dost. Das Gute ist, der hat nicht so eine Bombenabwehr, wie der eben hatte, Alter. Der hatte, da ist man fast null durchgekommen. Das ist nicht mein erstes Spiel. Ich habe tatsächlich schon ein paar gemacht. Oh, Alter, was war das? Das war ein passender Lauf, ne? Und der verkackt den so richtig hart. So, Rode. Please, Rode, mach kein Bullshit. Nice. Alter, der war eigentlich gar nicht so schlecht geschossen, aber der war irgendwie, der hat zu doll auf dem Torwart. Sieht einfach aus, aber ist einfach technisch extrem stark. Maximilian Arnold. So, Arnold. Spielt zu Gentner und der macht ihn nicht rein. Wow. Das Opferkind ist nur am Pacen. Gerade hier. Anders hat es anscheinend keine Chance. Okay. Oh, der kommt sogar an. Zu Rode aber. Und der verliert ihn sofort. Juhu. Du hast es voll drauf, Rode. So, Arnold. Schafft er das? Nein, und dann komme ich nicht zum Schuss, ey. Mann. Digga, was war das, Rode, Mann? Ich habe nach unten gespielt. Aber egal. So, komm, Konter, Mann. Oh, Mann. Digga, das gibt's nicht. Also bis jetzt habe ich ja schon ein paar mehr Chancen. Aber ja, ich kann sie nicht so wirklich gut nutzen. Oh Mann, ey, irgendwie scheitert es immer an Rode. Entweder nimmt er den Pass erst gar nicht an. Oder verkackt den Pass danach. Oder verkackt irgendwas anderes. Gentner ist vorbei und Tor 1-0. Yay, endlich. Hat gedauert auf jeden Fall. 30. Minute jetzt schon. Konnte ich irgendwie leicht durchlaufen. Da ist der mit seinem Spieler ein bisschen... Na, ein bisschen leicht bin ich da vorbeigelaufen gekommen. Schön, Rode. Oder wer war das? Nö, Arnold, okay. Fick dich, Rode. So, Dost ist durch. Tor 2-0. Ich denke aber, hier geht noch mehr. Mal gucken, wie viel. Alter. Okay, alles unter Kontrolle. Rode zu Hahn. Ah, kriegt der, ja. Rode, Hahn. Cool. Ziehen wir zurück. Rode. Gentner und Arnold. Tor, 3-0. Alter, der kriegt auf die Fresse. Der geht doch bestimmt, der geht bestimmt irgendwann raus, aber ich hoffe, du bleibst bis zum Schluss drin. Das könnte noch ein bisschen höher werden als 3-0. Wichtig, dass er hier an den Ball kommt. Maximilian Arnold. Maxi Arnold, 4-0. Oh mein Gott, wird er zerstört. Das ist ja unfassbar. Aber auf einmal, ne? Eben 29. das 1-0, 40. das 4-0. So,
So schnell kann das gehen, ne? Ist halt echt so, ey. So, Halbzeit. Juhu. Gucken wir mal an. Ich habe 6 Schüsse tatsächlich und ja, 4 Tore, ne? Na, 7 und 6 aufs Tor und er ist rausgegangen, er hat abgebrochen. Och, komm schon, Mann. Das gibt's doch nicht. 575 Münzen nur. Schade, ja. Hätte besser sein können. Es wären bestimmt noch ein paar Münzen mehr geworden. Hundertprozentig. So, noch ein Sieg und dann haben wir die Meisterschaft. Wir sehen uns dann beim nächsten Spiel wieder, ja. Dresden FC, da haben wir den zweiten. Nehmen wir mal die Trikots hier. Ich habe jetzt nicht besondere Trikots. Könnte ich mir einstellen, aber hab. Ja, gut. 79er Wertung. Ich würde sagen, das Team geht erstmal in Ordnung so, ne? Hoffen wir, dass wir wieder gut abgehen. Let's go, würde ich sagen. Hier nun die Aufstellung der Gastgeber. Werfen einen kurzen Blick drauf. Macht ihn! Der geht daneben. Na, erster Schuss vom Gegner jetzt nicht so gefährlich. Mal schauen, was da hier so rauskommt, ne? Da wollte er lupfen. Ich habe ihn kurz rausgeholt und dann wieder losgelassen. Deswegen hat er ihn wahrscheinlich noch bekommen. Hätte ich einen kleinen Ticken mehr rauskommen lassen, dann hätte er ihn auf jeden Fall nicht bekommen. So gut, dass ich da aufgehört habe. Aber es war schon knapp. So, Seitenwechsel auf André Hahn. Der hat den Ball noch. Spielt Johnson an. Oh, Junge. Aber der Ecke, ne? Den hat er noch gehalten, ja. Okay, mal gucken, was wir aus der Ecke machen können. Bisschen weit. Oh, ja. Ecke, ne? Ja. Ja, ja. Du bist der krasseste Held. Er ist halt echt so. Schade. Das könnte die Chance werden. Der kommt gut. Oscar. Digga, er hat so Glück. Er kann einmal reinschießen da mit so einer krüppeligen Flanke und der köpft ihn sofort rein, weißt du? Nee, ich von der Ecke zweimal köpfen, nichts passiert. Nichts passiert. Ich habe beim Köpfen immer Pech. Immer, echt immer. Das ist einfach unfassbar, echt. Und der braucht einmal darauf köpfen und er ist sofort drin. Los, jetzt, Mann. Kriegt er den noch? Natürlich nicht. Ist ja aber auch klar. Da, was ist das? Er drängt weg und er verpisst sich einfach. Ja, nice. Und er hat schon wieder Glück gehabt, ne? Ja, mein Torwart hätte ihn auch weggrätschen können, also den Ball. Oder vielleicht auch ihn, ja. Klar. So, Halbzeit, gleich weiter. Ich habe gar keinen Bock mehr, gegen den zu spielen. Der geht einen so auf den Sack. Mann, guckt euch das an. Was soll ich dagegen machen? Sweaty Bastard, Alter. Wie ich da reingegrätscht habe. Nichts passiert. Ja, und jetzt? Elfmeter. Alles klar. Finde ich ja jetzt auch nicht so schlecht, aber okay. Das ist nicht Courtois? War da nicht eben Courtois im Tor? Hä, hat der den ausgewechselt oder war das... Digga, ich glaube hier was von Courtois. Das ist nicht Courtois. Ups. Peinlich. Hä, aber das war doch eben Courtois. Der hatte doch einen 86er Torwart. Oder nicht? Oder kriege ich gerade irgendwas nicht mit? War das in dem Spiel davor? Das kann auch sein. Ach ja. Naja, gut. Naja, das bringt so Spaß. Guckt euch das doch an, ey. Kann man nur so Glück haben. Yay, das Spiel ist vorbei. Leck mich doch am Arsch. So, nächstes Spiel, ja. Bis gleich. So, Nummer 1 FC.
Los geht's. Hoffe ich, wenn immer drückt. Please, ne, wenn jetzt nochmal so ein Typ kommt. Alter, ich könnte ausrasten. Ja, wahrscheinlich. Ist das der Rea, ne? Er hatte doch Godin, Ramos. Ja. Hier, wie heißt der? Rodriguez und der daneben, David Silva, ne? Ich glaube, ich verliere das. Das ist so unfair. Er hat eine 85er-Wertung, Mann. Ich habe eine 77er oder was hatte ich. Es ist fair, ja. Hab ja halt nicht nur irgendwie ein bisschen das schlechtere Team. So. Ah, André Hahn kriegt die nicht. Keine Ahnung, warum ich immer Vor- und Nachname sage. Das sage ich eigentlich immer, ne? Ich sage auch immer Bas Dost und Maxi Arnold und so. Keine Ahnung warum. Außer von ihm. Von ihm weiß ich mit den Vornamen nicht. Ach ja. Aber er paced gerade mal durch. Und schießt sie nicht rein. Aber Nachschuss wäre auch immer. Was Dost? Dost. Das ist nur Dost, ja. Gut den Ball hier im Mittelfeld erobert. Ah, Gentner und Arnold hier gerade. Mit Johnson jetzt noch. Schöner Roulette. Oh Mann, schon wieder Johnson und den kann er den schon wieder so voll leicht halten. Da kriege ich schon den nächsten Versuch. Okay, was macht er? Was hat er vor? Was ist seine Mission? Was hat er für einen Auftrag? Was machen wir jetzt mit ihm? Ist schade. Jetzt kommt natürlich nicht vorbei. Oh komm, den breiter ab. Oh Mann. Oh Mann. Los, Hahn. Mach irgendwas draus. Johnson. Digga, was war das denn für ein Schuss? Digga, hä? Hallo? Ach, Halbzeit. Warum jetzt? Keine Ahnung. Okay. Weiter geht's. Modric für Silva. Warum auch immer, aber gut, wenn er will. Natürlich eine völlig richtige Entscheidung, diese Auswechslung. Komm, Arnold. Gut nochmal durchgesetzt. Und Flanke, Dost, Tor 2-0. Ja, was, ey. Hab ihn halt irgendwie nicht wegbekommen. Rode, der kann auch nicht mehr, der ist platt. Und abseits, oder? Ja, leck mich doch. Okay, Rode hat sich den Ball geschnappt. Kriegt ihn nicht zu Johnson, na, so halb. Und André Hahn. Yes, man! 3-1! Was geht ab hier, echt? Das sollte jetzt eine sichere Nummer sein. Auf jeden Fall 3-1, wenn ich das jetzt noch verspiele, also please. Na, Gentner, Rode. Oh mein Gott. Alter. Wenn das nicht mal gelb ist. Ich glaube, rot ist es nicht. Mal schauen. Das hat er jetzt gelb, ja. Okay, aber wir kriegen nochmal einen Elfmeter. Warum nicht? Ich glaube, das geht in Ordnung. Da zeigt der Schiedsrichter Fingerspitzengefühl. So, eiskalt, einfach in die Mitte. Fertig, 4-1. Oh, als wenn der dafür jetzt noch einen Freistoß bekommt, ne? Wir sind mal nicht so und stellen uns davor. Ja, aber brauchen wir auch gar nicht. So, jetzt machen wir nochmal einen... Ach ne, ist schon vorbei, okay. Ich wollte gerade sagen, dann machen wir nochmal einen Angriff über links. Über Johnson, aber müssen wir gar nicht. 4-7. Ich weiß nicht. Ich hoffe, wir können uns das 15k-Pack kaufen, ja. Ist ja noch Team of the Season. Ich habe mir ja nie so ein Pack gekauft. Und wenn ich jetzt 15.000 habe, würde ich eins kaufen. Tatsächlich. Ich habe noch lange nicht 15.000. Hab erst 11.000. Warum? Ich wollte jetzt noch so zum Schluss ein Pack eigentlich kaufen.
Ich wollte eigentlich jetzt noch so ein Pack hier kaufen, echt. Aber wenn ich nicht mal 15.000 habe, dann kann ich das gar nicht tun. Ja. Oder wir kaufen uns ein normales Premium Gold Set, aber eigentlich wollte ich lieber das hier holen. Und ja, gut, das ist mir, ja, please, viel zu teuer und das ist eh nur noch 3 Minuten. Ich überlege mir noch mal kurz, ob wir jetzt eins davon öffnen oder wir es lassen. Wollen wir eins öffnen? Ich weiß nicht. Ja, komm, wir öffnen mal eins. Ah, wieso nicht? Ich meine, please. Vielleicht kriegen wir ja was Cooles. Einen, der mehr als 15.000 ist. Ja, oder wir kriegen halt den größten Crap der Welt, Mann. Da öffnet man einmal ein Pack, ne, und da ist nur Bullshit drin. Gut, dann verabschiede ich mich jetzt mit diesem, ja, No-Luck-Pack mal wieder, ne? Ist immer so bei mir. Und ja, ich hoffe, euch hat das Ganze hier gefallen. Ich habe es ja ein bisschen zusammengeschnitten, denke ich, hoffe ich. Ja, sollte so passiert sein. Und auf jeden Fall bin ich jetzt hier raus und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann und ciao.